irische Westküste mit ihren faszinierenden Landschaftsbildern aus imposanten Steilfelsen, schönen Stränden, Moorlandschaften und bunten Hafenstädten ist das Ziel vieler Urlaubsgäste, die Irland per Bustour oder individuell mit einem Mietwagen erkunden wollen. Unterwegs von der Autobahn M6 von Dublin nach Galway bietet sich im Ort Kilbeggan die Möglichkeit, eine der traditionsreichsten Whisky-Destillerien Irlands zu besichtigen. Bereits im Jahr 1757 gegründet, gilt die Loxdestillerie als die älteste kontinuierlich lizenzierte Whiskybrennerei der Welt. In der 1953 stillgelegten Destillerie werden die historischen Produktionsanlagen gezeigt und interessante Informationen zur 200-jährigen Geschichte der Whiskyherstellung in Kilbeggan vermittelt. Die Besucher können in den Schauanlagen das Maischen und die Gärung beobachten, sehen die Brennapparate und können anschließend verschiedene Whisky-Sorten verkosten. Der Museumshop lädt anschließend zum Kauf der edlen Tropfen ein. Und die Gäste können somit Loxdestillerie mit vielen Einblicken und irischem Whisky im Gepäck verlassen. Ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des Nordteils der irischen Westküste ist die lebendige Hafenstadt Galway. Ein Bummel durch die bunte Innenstadt führt vorbei an zahlreichen irischen Pubs und traditionellen Geschäften in der Fußgängerzone. Sehenswert ist die katholische Kathedrale von Galway. In der äußeren Form einer klassischen Basilika und mit schmuckvollen Glasfenstern im Innenraum. In den Sommermonaten finden zahlreiche Festivals in Galway statt, die tausende Besucher in die Stadt ziehen. Von hier aus starten viele Urlauber in die Connemara-Region. Westlich von Galway führt die Route vorbei an schönen Naturstränden an der Galway Bay, die zum Strandspaziergang oder zum erfrischenden Bad im Atlantik einladen. Die Connemara-Region ist der wildeste und zugleich romantischste Teil Irlands. Die Landschaft wird geprägt von unzähligen Naturseen und weitläufigen Moorlandschaften, in denen heute noch Torf gestochen wird. Ein Bauwerk, das an ein Märchenschloss erinnert, zieht jährlich tausende Besucher an. Das malerisch am Kylemore Lake gelegene neogotische Schloss Kylemore wurde von 1867 bis 1871 im Auftrag von Mitchell und Margaret Henry errichtet. Seit 1920 wurde es vom Kloster der Benediktinerin Kylemore Abbey als Mädchenschule genutzt. Ein weiterer Besuchermagnet der Region ist Killary Harbour. Der Name ist etwas verwirrend, denn es handelt sich nicht um einen Hafen, sondern um den einzigen Fjord Irlands. Wer diesen Fjord in vollen Zügen genießen möchte, sollte eins der vielen Ausflugsboote besteigen, die auf dem Fjord, gesäumt von den typisch grünen Berghängen, entlangfahren. The craters left behind after such a rock slide can be quite large.
There are a number of clearly identifiable examples of recent landslides to be seen. Der Killary Harbour ist 16 Kilometer lang und in seinem Zentrum circa 45 Meter tief. Die Berge, die den Killary Harbour umgeben, sind zum Teil über 800 Meter hoch. An der Meeresmündung wurden zahlreiche Lachszuchtanlagen errichtet. Und mit etwas Glück können Robben oder Delfine gesichtet werden. Die Passagiere verlassen das Schiff mit maritimen Impressionen und dem Gefühl, etwas typisch Norwegisches tief im Westen Irlands erlebt zu haben. Ein Besuchermagnet an der Westküste sind die imposanten Cliffs of Moher, die bekanntesten Steilfelsen Irlands. Die imposanten Klippen ragen fast senkrecht aus dem Atlantik empor, haben eine Länge von über 8 Kilometern und erreichen eine Höhe von über 200 Metern. Ein breit ausgebauter Weg lenkt die Touristenströme zunächst einem Hügel hinauf, zu den Klippen bis zum O'Brien's Tower. Die Ausblicke auf die Klippenlandschaft sind bei schönem Wetter atemberaubend und machen die Cliffs of Moher zu einer der publikumsstärksten Sehenswürdigkeit Irlands. Wer eine faszinierende Karstlandschaft erleben möchte, sollte den Barren Nationalpark auf dem Reiseplan haben. Der Barren ist ein Hochplateau aus porösem Kalkstein mit zahlreichen prähistorischen Orten. Besuchermagnet ist der Polnarbrunn Dolmen, ein Keilgrab aus der Jungsteinzeit, das vermutlich vor über 5000 Jahren errichtet wurde. Mit etwas Glück begegnen Sie hier einer historischen Persönlichkeit, die Ihnen irische Geschichte besonders lebhaft vermitteln kann. Each of the letters is, initially it was written in Latin, and each of the letters represents a different tree. Finger in his mouth and he can tell the future, it's wisdom. So it's, yeah. Yes, you want? Why? Ein weiterer Anziehungspunkt für Urlauber an der Westküste ist ein Besuch des Banratty Fork Parks in der Nähe von Limerick. In einem weitläufigen Park laden zahlreiche historische Bauernhäuser und eine komplette Dorfstraße mit Geschäften zum Bummel durch das Irland des 19. Jahrhunderts ein. Ein eindrucksvoller Rundgang voller Nostalgie vorbei an historischen Mühlen, eleganten Herrenhäusern oder farbenprächtigen Reisekutschen. Optischer Höhepunkt des Parks ist die normannische Burg Banratty Castle, deren Bau bereits 1425 vollendet wurde. Die Innenräume der Burg stehen zur Besichtigung offen und werden auch für Feste und Bankette genutzt.